Уроки 20-го столетия называется летней школой. Lernen aus der Vergangenheit heißt die Sommerschule, die die Friede-Herbert-Stiftung zusammen mit dem Petersburger-Dialog seit 2012 durchführt. Die siebte Sommerschule findet in St. Petersburg statt. Jedes Mal wählen wir einen neuen Ort. St. Petersburg ist ein besonderer Ort, wenn man von Repressionen spricht. In diesem Jahr findet die Sommerschule im Juni statt. Der 22. Juni, der Tag des Angriffs Deutschlands auf die Sowjetunion, ist der Tag des Gedenkens. Wir wollen miterleben, wie dieser Tag auf dem Piskarevskaja Gedenkfriedhof begangen wird. Jede Sommerschule gilt einen bestimmten Erinnerungsort, wo wir ganz konkret sehen können, wie wir diese Erinnerung bewahren und pflegen. Unsere Diskussionen haben einen Gegenstand. Es ist nicht einfach ein Ausflug, sondern unsere lebendige Geschichte. В отличие от всех остальных, я, можно сказать, самый старый участник этой школы. И как человек, который видел очень важную, очень большую работу молодых историков на памятнике Пермь-36, это молодые россияне и молодые немцы под руководством очень опытных специалистов, очень известных историков и специалистов музейного дела, обсуждают самые актуальные проблемы этой темы. Мемориальные музеи, история политических репрессий, политика памяти и мемориальные места. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die älteste und bisher größte politische Stiftung Deutschlands. Sie wurde gegründet 1925, im letzten Jahrhundert noch. Das bei Friedrich-Ebert war zu Ehren von Friedrich-Ebert, dem ersten demokratisch gewählten Präsidenten Deutschlands. Dass Friedrich Ebert Präsident war, in einer Zeit, als Deutschland das erste Mal versucht hat, eine Demokratie zu gründen. Was leider nicht erfolgreich war. Und er sah, wie schwer es ist, eine Demokratie zu gründen ohne Demokraten. Der ein einfacher Sattler war, aus ganz einfachen Verhältnissen stammte und durch Selbstbildung geschafft hat, eine höhere Bildung überhaupt zu erreichen, was zu der Zeit äußerst schwer war für Leute aus einfachen Verhältnissen. Auf Grundlage dieser Erfahrung, wie schwer es ist für Kinder aus Arbeiterfamilien, wirklich eine höhere Bildung zu bekommen, wurde er von Freunden die Stiftung gegründet. Sie sollte in erster Linie Studenten aus Arbeiterfamilien helfen, höhere Bildung zu erreichen. Dementsprechend war das zweite Ziel der Stiftung bereits zu dieser Zeit, die Deutschen zu informieren und zu bilden, was eine Demokratie ist, was man dafür braucht, wie man sich darin verhält, was man dazu beitragen kann. Und als neuer Bereich kam in den 60er Jahren hinzu die internationale Arbeit. Zuerst als Hilfe für Entwicklungsländer, aber dann recht schnell auch als Unterstützung eines Dialoges zwischen den Staaten für eine friedliche Entwicklung. Die Idee war am Anfang, dass wir die Gedenkstätte Perm 36 besuchen werden, diesem weit entfernten Ort im Dorf Kutschino. Das ist das einzige erhaltene gebliebene Straflager der Stalinzeit. Es wurde später für die Inhaftierung anderer Gefangener, auch Dissidenten, genutzt. In den 80er Jahren wurde es geschlossen, in Russland gibt es keinen anderen ähnlichen authentischen Erinnerungsort. 2013 ergaben sich für die Gedenkstätte aber Probleme. 2014 gab es große Hindernisse für unseren Besuch. Später besuchten wir trotzdem die Gedenkstätte, um sie unterstützen, und brachten Experten mit, damit sie sehen, was dort passiert. 2016 waren wir zum letzten Mal dort. Музей Пермь-36 с 13 года пережил очень сложный период своей жизни. И в этот момент, когда произошла реструктуризация проекта и самого музея, быть уверенным в
что памятник не погибнет, что музей не закроют, что его не превратят в музей истории охранников этого лагеря, что музей не станет музеем истории пенитенциарной системы с 16 века по сей день. Вот все это не случилось, все это страшное не случилось только потому, что участники школы были экспертами тех перемен, которые происходили в деревне Кучино в музее Пермь-5-6. И они не дали деградировать этому проекту. Самого страшного не произошло. Музей существует, музей охраняется и даже посещается теми, кто по протоптанной дороге пришел первый раз до 2013 года. 2017 gingen wir nach Magadan. Denn wir waren der Meinung, dass es ein besonderer Ort ist für die russischen Menschen, ist es nicht einfach ein Staat im fernen Osten. Die ehemaligen Straflager bei Magadan sind schwer zugänglich. Nur mit einem Spezialfahrzeug konnten wir das Lager Dniprovsky erreichen. Das war eine spannende Reise. Auch die Zusammensetzung der Gruppe war interessant. Außer Historiker waren unter uns Schriftsteller, Musiker, Drehbuchautoren, also Menschen, die im öffentlichen Raum aktiv sind. Wir hatten eine Führung durch das Gelände des Dniprovsky-Lagers. Man zeigte uns seine Überreste. В 2018 году мы были в Смоленске. Waren wir in Smolensk, haben uns angeschaut, was mit dem Gedenkstätte Katyn geschieht, und in diesem Jahr kamen wir nach Санкт-Петербург. Значит, мы с вами находимся на территории Ржевского артиллерийского полигона. 18 по 21 год здесь производили казни. В это время расстрелы проходили здесь, в Ковалевском лесу, и под стенами Петропавловской крепости. Это место фиксируется в основном, конечно, благодаря памяти о великом поэте. Осенью 21 года место захоронения расстрелянных по делу Петроградской боевой организации было известно всем, кто хотел это знать. По всем 63 человекам, расстрелянным по делу Петроградской боевой организации, они точно все здесь. Кто эти шесть, которых мы нашли, мы не знаем. Мы нашли одно захоронение, а всего в этом лесу порядка 2000 человек. Их могилы не найдены. Не могу сказать, сколько мест памяти, связанных с захоронениями, я видела. Это сотни. Такого я не видела нигде. Сюда, на это место, опустилась глубочная культура. Вы видите, да, что с точки зрения вот как бы культуры это глубок. Совершенно фантастическим информационным полем. Вы уже видели про митрополита Вениамина, которого здесь 100% нету. Вы видели и еще увидите убитого цесаревича. Цесаревич? Wie Pierre Nara sagte, widerspricht die Erinnerung in der Geschichte, weil die Erinnerung ein lebendiges Phänomen ist. Die aufgeschriebene Geschichte ist Ergebnis einer Analyse. Sie hat auch einen Entwicklungsvektor. Die Erinnerungen haben einen solchen Vektor nicht. Die Erinnerung ist lebendig. Heute ist sie so und morgen ist anderes. Eine Diskussion an einem konkreten Ort unter dem Eindruck des Geschehenen hat einen anderen Effekt für die weitere Forschungsarbeit. Мне очень нравится, как прошла школа Эберта. Это была совершенно замечательная школа, потому что все люди, которые участвовали в этой школе, они сами занимаются проблемами взаимодействия разных уровней
памяти, потому что это обязательное соединение истории и памяти, которые никогда не бывают идентичны. История — это вот что было на этом месте, а память — это то, как оно сегодня функционирует. Память никогда, историческая память никогда не может быть в единственном числе. Это набор разных импульсов и набор разных памятей, которые принадлежат разным людям, разным взглядам. Они совмещаются, но совмещаются они всегда на каком-нибудь объекте. И поэтому с посещения объекта, с разговора о деталях этого объекта, как он выстроен, какое послание он несет, какой был заложен смысл при установке этого объекта. И поэтому очень важно, чтобы люди разных специальностей, разных профессиональных навыков находились в диалоге на таком объекте. И кто что считает. А если это человек художественный, он считает художественные посылы, да? Если это человек текста, он будет обращать внимание на тексты. А текст – это тоже память, это тоже послание. И не всегда человек, который устанавливал этот памятник, хотел сказать то, что мы сегодня с этого камня считаем. Кроме того, что мы... Außerdem Besuch von Gedenkstätten gehören zu unserem Programm auch Diskussionsrunden, bei denen wir über die Erinnerungsfaktoren reden. Dabei diskutieren wir über verschiedene schwierige Momente der Erinnerung, die für Russland und Deutschland von Bedeutung sind. Die Teilnehmer tauschen ihre Meinungen aus. Wir haben unsere Kreise erweitert. Außer Deutschen und Russen gibt es nur auch Vertreter anderer Länder. Die Erinnerung beschränkt sich ja auf Russland und Deutschland nicht, selbst wenn wir über den Nationalsozialismus oder Gulag sprechen. Die Forschung ist ein internationales Phänomen und man darf sich nicht in den nationalen Interessen abkapseln. То есть как вы собираетесь вот тут держать одних от других, отделять, да? То есть преступления-то разного рода? Да. С учетом почв, особенностей этой территории, какой должна быть эталонная эксгумация, как вы это представляете, как историю, ну, и в правовой части, и в генетической? Расскажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как мы можем говорить о единой культурной политике памяти в Европейском Союзе, когда у нас есть прецеденты нерешенных консенсусов, нерешенных проблем, как, к примеру, в Испании с франкизмом. Плюс, к примеру, взять Германию в частности. Есть же огромная проблема воссоединения частей. И не считаете ли вы, что бывший в Восточной Германии был просто навязан западный нарратив? И так ли оно, или успешно ли это получилось? В чем вопрос? Как вообще национальная составляющая повлияла или влияет, как отражена на общем нарративе экспозиции? А как вы считаете, а как надо? А как нужно в данной ситуации это делать, если не так? Ну, спасибо за вопрос. Я раньше о нем не думала, теперь я задумаю. Я тоже думаю про это. Я был позитивно удивлен. Was für mich eigentlich nicht neu ist, aber trotzdem mich immer wieder erstaunt, ist, dass der Umfang, das Niveau der Diskussionen, die hier geführt werden, von außerhalb auf Russland draufblickt, nicht erwartet, es noch so eine Vielgestalt, so eine Freiheit an Gedanken gibt und die Diskussionen auf einem Niveau geführt werden, wie ich sie manchmal selbst in Deutschland vermisse. Interessant war der runde Tisch Leningrad im Krieg, gewidmet der Erfahrungen der Blockade und der Aspekten der Erinnerungen daran. Das neue Blockademuseum hat ja Schwierigkeiten, wie Sie wissen. Nur wurde das Projekt vom Blockademuseum entwickelt, wurde es eingestellt. Es ist einfach skandalös, dass für die Blockade, für die eine so wichtige Rolle in der Erinnerungskultur St. Petersburgs spielt, immer noch kein großes und modernes Museum gibt.
Bei jeder Sommerschule haben wir viele Teilnehmer, die in verschiedenen Erinnerungsorten tätig sind, zum Beispiel in ehemaligen KZs. Sie berichten über ihre Erfahrungen und möchten auch sehen, wie man bei uns die Erinnerungen pflegt. Das sind mutige Menschen. Ne? Sie machen das schon seit vielen Jahren, jeden Tag 10 Stunden. Da muss man schon robust sein. Die Arbeit der Menschen, die diese schwierigen Themen bearbeiten, geht durch das Herz. Sie verarbeiten alle diese persönlichen Geschichten mit Einsatz der eigenen Seele. Warum machen sie das? Sie machen das für unsere gemeinsame Zukunft. Damit die Gesellschaft in Zukunft nach anderen Regeln leben würde, weil sie anhand dieser Erfahrungen vorgewarnt worden ist. Denn oft bekommt man zu hören, es sei nicht viel gewesen, da sei ein Zufall, ein paar Sadisten, die es immer geben werde. Das war doch Massenrepressalien. Подземная часть. Надземный не соответствует. Мы не знаем. Für die Ebert-Stiftung ist vielleicht typisch hier in Russland ein Bereich Bearbeitung der Geschichte. Es geht da vor allen Dingen natürlich auch um die Frage der Repression unter verschiedenen Regimen, die hier in Russland, aber wir auch in Deutschland erlebt haben. Das ist für uns eine spannende Frage, die wir im Dialog mit Russland behandeln wollen. Die Bewältigung der schweren Vergangenheit ist die Leitlinie unserer Stiftung in Russland bei Thema Geschichte. 2016 hatten wir ein Projekt, das Andreas von Westphalen und Jochen Lange gemacht haben. Er heißt Hochposten 1941. Es war eine Audioinstallation. Das Projekt hat einen großen Erfolg. Es wurde in mehreren Städten gezeigt, in Russland und in Deutschland, zum Beispiel in Köln. Da es die Leningrader Blockade zum Thema hatte, war St. Petersburg der passende Ort für diese Installation. Andreas von Westphalen präsentierte das Projekt in unserer Sommerschule. Heute ist er ein Teil der ständigen Ausstellung im Museum für politische Geschichte Russlands. Передо мной в непривычном ракурсе силуэтились на фоне ясного июльского неба мои неизменные спутники — сфинксы. Солнце отсвечивало от их буро-рыжих лоснящихся спин. Сколько у меня с ними связано мыслей, образов в связи с прошедшим и будущим. Я мгновенен, они почти что вечны. Вы все видели, но такого страшного человеческого несчастья вам еще не удавалось видеть. Haben wir versucht, ein dialogisches Projekt über den Zweiten Weltkrieg zu machen, wo wir die Möglichkeit anbieten, dass man die Perspektive wechselt. Das heißt konkret, wir sind gewohnt, dass wir immer die Geschichte aus der eigenen nationalen Blickwinkel erinnern. Und hier wollen wir ganz konkret anbieten, die Möglichkeit, dass wir sowohl aus dem deutschen Blickwinkel als auch aus dem sowjetischen oder russischen Blickwinkel erinnern können. Gemacht haben wir das mit Texten, Dokumenten, authentischen Texten wie Tagebüchern, Briefen und so weiter, die wir gemeinsam im
Projektprozess mit russischen und deutschen Historikern und Redakteuren ausgewählt und zusammengestellt haben. Ein wichtiger Punkt in diesem Projekt sind auch blinde Flecken. Was wir blinde Flecken nennen, das heißt, was man in der eigenen Erinnerung gerne vergisst oder auch was man vergisst, was die andere Seite erlebt haben. Und ein Beispiel zu nennen ist das für aus deutscher Sicht die Blockade von Leningrad, weil sie in Deutschland viel zu wenig bekannt ist. Man kennt in Deutschland insbesondere die Schlacht von Stalingrad, aber viel, viel, viel weniger die Blockade von Leningrad. Und das wollten wir ändern und in der Blockade von Leningrad auch wie ein Brennspiegel die Tragödie und das Leid des Zweiten Weltkrieges zu sehen. Und deswegen ist das ganz bewusst auch im Zentrum unserer Installation in der Mitte. Мы были осажденными вдвойне, двойным кольцом, внутри и снаружи. Дмитрий Лихачев. Полная потеря сознания. Von innen und von außen. Внутри и снаружи. Все глядят на небо, но не в ожидании пришествия Мессии, а в ожидании немецких бомбардировщиков. Вдруг крики. Вот они. Идут. Идут сюда. Wie reagieren die Menschen darauf, wenn sie so vom Flugzeug beschossen werden? Как реагируют люди на обстрел самолета? Sie werden verrückt. Они сходили с ума. Das Projekt haben wir in der Moskauer Manege zum 9. Mai gezeigt. Das war etwas ganz Ungewöhnliches, ein deutsches Projekt. Von leidenden Menschen wird in diesen Festtagen wenig erzählt, man spricht mehr von den Siegern. Das Projekt hat einen herausragenden Erfolg, 5000 Besucher, nur einmal in Manege. Wir arbeiten viel Arbeit. Der andere ist ein Bereich, in dem wir das neue Russland zeigen wollen, im Bereich der Kreativindustrie, die unglaublich lebendig in Russland ist, von der leider weniger Leute in Deutschland und Europa insgesamt wissen. Das Positive, das hätte das neue Russland mit einer Kreativindustrie, die auf Weltniveau ist, die nicht schlechter ist als in Europa und teilweise sogar besser, darüber zu informieren und auch in Deutschland den einen oder anderen zu überraschen. Die Friede-Herbert-Stiftung möchte dieses Projekt fortsetzen, weil die Erinnerungen lebendig sind und sich verändern. Wir müssen den Dialog aufrechterhalten, damit die Erinnerungen nicht in nationalen Ecken verkümmert. Wir brauchen Begegnungen von Forschern, auch jungen Forschern, die in Ländern diesen Diskurs weiterführen werden. Solche Forschungen beeinflussen unsere Zukunft. Wie wir uns an unsere Vergangenheit erinnern, so wird unsere Zukunft sein.